Auch dieses Jahr werden wieder 1500 Unternehmen aus 43 Ländern ihre Produkte und Lösungen aus der Elektronikfertigung präsentieren. Die Aussichten sind durchaus gemischt, aber in der Summe nicht schlecht. Was unsere Branche anbelangt, sind wir so im Schnitt immer knapp unter 7% Wachstum pro Jahr. Und das wird sich auch ziemlich so fortsetzen. Ja, das Thema Industrie 4.0, also die digitale Vernetzung von Menschen und Maschinen, von Ressourcen und Produkten, ist nach wie vor das Megathema in der Fertigungsindustrie und damit auch bei der Produktronica 2019. Ein wichtiger Bereich innerhalb der Smart Factory ist die Smart Maintenance, also die intelligente Instandhaltung. Wir haben eigens einen Pavilion Smart Maintenance, der zeigen soll, wie die Bedeutung der Instandhaltung in der digitalisierten Produktion ständig wächst. Das ganze Thema Energiespeicherung, das Thema autonomes assistiertes Fahren, das Thema Vernetzung, das stellt uns vor große Herausforderungen. Einmal unsere Maschinen müssen vernetzter werden, die Menschen müssen mehr miteinander vernetzt werden. Letztendlich sucht jeder auch neue Geschäftsmodelle. Elektronikfertigung ist sexy und das spricht durchaus junge Leute an. Je mehr sich die Leute auch so mit einem Image umgeben, also die Firmen sich mit einem solchen Image umgeben, dass man sich da selbst verwirklichen kann, dass da die Work-Life-Balance stimmt, dann kriegt man auch Leute. Wir wollen Studenten, Absolventen, Berufsanfänger für eine Tätigkeit in der Elektronikbranche begeistern und dafür haben wir eigens einen eigenen Ausstellungsbereich kreiert mit dem Titel Accelerating Talents. Ziel ist es, die Unternehmen mit dem Nachwuchs zusammenzubringen, um hier berufliche Kontakte knüpfen zu können.